Hallo zusammen, wir machen heute mal ein kleines Q&A-Special. Wir haben vor kurzem die 10.000 Abonnenten hier auf diesem Kanal geknackt. Vielen Dank dafür. Und ich habe es leider komplett verpasst, zu diesem feierlichen Anlass ein Abonnenten-Special zu machen, wie es jeder seriöse YouTuber in diesem Fall machen würde. Jetzt haben wir den Salat, jetzt sind wir auch schon weit über 10.000, aber ist egal, wir holen das jetzt alles nach. Wir machen heute ein kleines Q&A. Ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt in den Kommentaren und auf die gehe ich heute ein. Es geht so ein bisschen um meine Videos, um meine Arbeit und auch um mich selbst. Das wird der unangenehme Part an dieser Geschichte. Also, los geht's, würde ich sagen. Starten wir direkt mit der ersten Frage und die kommt vom entspannten Gamer. Wie bist du auf die Idee gekommen, Videos auf YouTube zu veröffentlichen? Das fing an vor, ich glaube, fast 10 Jahren. Da habe ich noch studiert und habe ein Auslandssemester gemacht und habe dann einfach mal meine Kamera mitgenommen und angefangen, dort zu vloggen und habe das auf YouTube hochgeladen. Das war meine erste Erfahrung als Creator, wenn man das so nennen darf, auf YouTube. Und interessanterweise hat sich der Content seitdem auch nicht sonderlich verändert. Also ich habe damals schon irgendwie Reisevlogs gemacht im weitesten Sinne und mache es auch heute noch. Also irgendwie war schon immer dieses Interesse da, irgendwo hinzufahren und da was von mitzubringen. Yannick fragt, was machst du außer YouTube beruflich? Ich bin hauptberuflich Journalist, genauso wie auch freiberuflich auf diesem YouTube-Kanal. Ja, das ist der Job, den ich jeden Tag 9-to-5 mache und es ist der schönste Job, den ich mir vorstellen kann. Ja, so einfach ist es. Philipp Grundmann schreibt, mich interessiert sehr, was du gelernt oder studiert hast. Ja, ich habe das, was ich heute beruflich mache, auch gelernt und studiert. Ich habe 3 Jahre Journalismus studiert und habe danach ein Redaktionsvolontariat gemacht. Das ist im Prinzip sowas wie eine journalistische Ausbildung, die man dann innerhalb einer Redaktion macht. Und seitdem ich damit fertig bin, bin ich festangestellter Redakteur. Ja, und das ist mein journalistischer Weg gewesen. Es gibt aber auch noch 1000 andere Möglichkeiten, Journalist zu werden. Big B möchte wissen, mit welchem Equipment drehst du deine Videos am Boden sowie in der Luft? Diese Frage kann ich ganz kurz beantworten, denn zu dieser Frage habe ich ein komplettes Video gemacht, was ihr irgendwo da oben über mir jetzt eingeblendet findet. Da könnt ihr draufklicken und dann werde ich lang und breit, minutenlang erzählen, mit welchem Equipment ich meine Videos filme und daran hat sich auch bis heute nicht so wahnsinnig viel geändert. Malte Friedrich möchte wissen, wie alt bist du? Ich gehe strammstens auf die Mitte 30 zu. Ja, machst du nix und wenn es soweit ist, dann höre ich auch auf zu zählen. M.W. möchte wissen, Mettbrötchen mit oder ohne Zwiebeln? Auf jeden Fall mit Zwiebeln. Zwiebeln grundsätzlich super Erfindung, kann auf jedes Lebensmittel drauf, was es so gibt. Hauptsache, es stinkt danach sehr schön. Also auf Döner, Pizza, Joghurt, Kuchen, überall gerne Zwiebeln drauf und der Tag ist gerettet. Erik möchte wissen, hast du vor, auch mal was auf Twitch zu machen, also Livestreaming? Nee, habe ich nicht vor. Ich glaube, das, was ich hier auf YouTube mache, lässt sich live nicht umsetzen. Glaube ich einfach. Was man natürlich mal machen kann, ist sowas wie jetzt hier gerade so ein Q&A. Das könnte man natürlich mal als Livestream machen. Aber ehrlich gesagt, möchte ich das auch nicht zu oft machen und es ist auch nicht so richtig mein Ding. Ich möchte lieber gut ausproduzierte Videos machen und nicht irgendwie mich in so einen Twitch-Stream setzen und dann irgendwie labern. Das ist nicht so mein Fall. Rezek oder Rezek möchte wissen, was möchtest du mit deinen Videos erreichen und was gibt dir die Motivation, so viel Zeit in YouTube zu stecken? YouTube ist für mich vor allem so eine Art kreative Austob-Plattform. Eine Plattform, wo ich mich einfach völlig frei entfalten kann, ohne dass mir irgendjemand reinredet. Ich kann hier machen, was ich will. Ich bin mein ganz eigener Chef und ich kann meinetwegen auch völlig unvernünftig aufwendige Videos drehen, die am Ende keinen Cent bringen, weil sie kein Mensch anklickt und nur weil ich daran Spaß habe. Und ich kann es trotzdem machen, weil hinter diesem YouTube-Kanal steckt kein Wirtschaftsunternehmen, was irgendwie Geld verdienen muss, sondern hier steckt ein privates Bankkonto hinter, was irgendwann vielleicht leer ist, aber dann ist es halt so. Deswegen, ich kann hier machen, was ich will und diese Freiheit ist mir tatsächlich so wichtig, dass ich einfach gerne privat YouTube mache. Und wenn es dann auch noch Leuten gefällt, also euch, umso besser. Hier kommt eine Frage von jemandem,
dessen Namen ich nicht aussprechen kann, aber er oder sie fragt, was ist dein Lieblingsfilm, deine Lieblingsserie? Vielen Dank für diese Frage, darüber kann ich eine ganze Stunde erzählen, wenn ihr möchtet, aber ich mach's mal kurz. Also, meine Lieblingsserie, die Lieblingsserie aller Zeiten, würde ich fast sagen, ist auf jeden Fall The Office, die amerikanische Version von The Office, nicht die britische. Eine meiner Lieblingsserien der jüngeren Zeit ist auf jeden Fall Please Like Me. Das ist eine australische Serie, auch nicht sonderlich bekannt, aber man kann sie sich auf Netflix angucken, also kann sich jeder angucken, der möchte. Ich würde es als Dramedy bezeichnen, also es ist meiste Zeit sehr lustig, aber dann passiert immer irgendwas ganz Schlimmes und irgendwas sehr nachdenkliches ist oder keine Ahnung was, und das passiert quasi am laufenden Band, dass man irgendwie auf dem Sofa sitzt und lacht und in der nächsten Minute dann wieder heult. So. Und das mag ich an Serien total gerne. Also dieses Dramedy-Genre finde ich ganz toll. Fleabag ist auch eine Serie, die man in dieses Genre einordnen würde. Auch eine meiner Lieblingsserien. Die geht nur 2 Staffeln auf Amazon Prime. Fleabag von und mit Phoebe Waller-Bridge, britische Serie. Ja, wenn ihr solche Serien übrigens kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich kenne leider viel zu wenig von diesen Dramedy-Serien und ich liebe das einfach. Ich würde davon sehr gerne noch mehr sehen, also gib mir mal bitte ein paar Serientipps. Aber ich gucke auch total das Mainstream-Zeug, also so ist es nicht. Ich gucke auch total das Mainstream-Zeug, auch deutsche Serien gerne, also zum Beispiel Pastewka. Ich bin ein riesig großer Fan von Pastewka. Ich bin ein riesig großer Fan von Mord mit Aussicht. Soll auch bald wieder losgehen. Auch alles Serien, wo man mal eine Drehort-Tour machen könnte übrigens. Ja, also ich bin auf jeden Fall großer Serienfan und ja, das sind so meine Favorites. Janosch Mehrens möchte wissen, woher kommst du auf die Idee, immer an einen spezifischen bestimmten Ort zu fahren? Das ist einfach Eigeninteresse. Ich interessiere mich für diesen bestimmten Ort oder das bestimmte Thema. Wie ich da jetzt letztendlich immer drauf komme, das weiß ich selber gar nicht so genau. Oftmals scrolle ich irgendwie sinnlos durchs Internet und stoße dann irgendwie auf irgendeine Geschichte oder auf irgendetwas, was mich catcht. Also beispielsweise der Transrapid. Irgendwie komme ich plötzlich durch irgendwas auf diesen Transrapid und möchte für mich selber herausfinden, warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Und warum fährt heute kein Transrapid durch Deutschland? Und steht eigentlich diese Strecke da noch, wo sie damals gestanden hat? Das möchte ich dann für mich jetzt selber herausfinden. Und praktischerweise entsteht dann auch ganz oft dann eben was für euch. Randale Ronny hat eine Frage. Wenn du unterwegs bist, besonders auf langen Strecken, hörst du da Musik? Und wenn ja, was für welche? Vielen Dank für diese Frage. Diese kann ich nämlich mit einer ganz wunderbaren Werbeeinlage verbinden. Ich höre nicht nur Musik, ich mache sogar Musik. Und hier oben findet ihr meinen Musik-YouTube-Kanal, der aktuell 5 Follower hat. Ich glaube, das kann man ändern, oder? Und wenn ihr euch die Musik da anhört, dazu gehört zum Beispiel auch das Intro, was ihr vor jeder meiner Sendungen hier hört, das habe ich auch ganz alleine gemacht, dann wisst ihr auch, ja, was für eine Art von Musik ich gerne höre und auch mache, nämlich vor allem so elektronisches Zeug. Ja, also ich höre momentan total gerne so Future Bass und Trap, solche Geschichten, aber auch total gerne hausige Sachen, auch mal total hartes Zeug, also sowas wie Hardstyle oder sowas, das kann ich mir jetzt aber nicht dauerhaft und nonstop geben, aber durchaus mal zwischendurch. Inzwischen mag ich auch tatsächlich auch ganz gerne mal Hip-Hop tatsächlich, aber kein Deutschrap oder sowas, sondern eher so dieses amerikanische Mumble-Rap-Gedöns so, ne? Also, was auch sehr mit sehr harten elektronischen Beats unterlegt ist. Also, das reizt mich schon. Und auch durchaus mal so ganz softe elektronische Popmusik. Aber es muss halt elektronisch sein. Also, mit echten Instrumenten, da werde ich nicht mehr warm. Frosty möchte wissen, wie lange benötigst du fürs Bearbeiten von Videos und mit welchem Programm arbeitest du? Ich schneide meine Videos mit Final Cut auf dem Mac. Und ich würde jetzt mal grob schätzen, der normale Schnitt eines Videos ist normalerweise so in einem Tag Pi mal Daumen erledigt. In der Regel schneide ich die aber nicht an einem Tag komplett fertig. Meistens ist es so, dass ich irgendwie an einem Tag den Rohschnitt mache, am nächsten Tag setze ich mich nochmal hin und schnibbel alles weg, was irgendwie langweilig ist oder zu lang. Und am dritten Tag kommt dann so der Feinschliff. Aber der reine Schnitt, die reine Schnittzeit ist normalerweise, man könnte das an einem Tag schaffen, so ein Video zu schneiden, so wie ich es mache. Nils Müller fragt, möchtest du auch mal Lost Places besuchen? Es gibt auf meinem Kanal ja durchaus das eine oder andere Video, was verlassene Orte behandelt. Und ich finde dieses Thema an sich auch super spannend, auf jeden Fall. Und das wird es auch immer wieder mal geben auf meinem Kanal. Was es jetzt nicht geben wird, sind jetzt Lost Places Video, wie man sie so als Genre auf YouTube kennt. Sprich, ich
nehme mir eine Taschenlampe und laufe irgendwie spät abends über ein Privatgrundstück und laufe dann da durch irgendein verlassenes Privathaus oder sowas. Also das wird es auf meinem Kanal nicht geben. Zum einen, weil es mir ein kleines bisschen zu illegal ist und zum anderen, weil ich es auch ein bisschen fragwürdig finde oftmals. Also ich muss jetzt nicht durch irgendwelche Privathäuser laufen und da in irgendwelchen privaten Sachen rumwühlen, wie es ja durchaus viele dieser YouTuber machen. Da fehlt mir einfach so ein bisschen die Relevanz. Also warum sollte mich das interessieren, was irgendein Privatmensch da vor 10 Jahren hinterlassen hat? So, da fehlt mir einfach so ein bisschen der Mehrwert, die Relevanz. Deswegen wird es eher dann Videos geben von Orten, die halt wirklich auch öffentlich sind, wo man nicht illegal einbrechen muss und wo man eine spannende Geschichte zu erzählen kann, die eben auch auf Fakten basiert und nicht frei erfunden ist, nur damit sie gruselig ist. Das soll übrigens kein Rant oder Diss sein gegen Lost Places Videos hier auf YouTube. Ich gucke mir das total gerne selber an. Ich lasse mich davon auch sehr gerne gruseln. Ich finde das total spannend. Aber für mich selber und meinen Kanal ist das kein Content, der in Frage kommt. Eine ähnliche Frage dazu von Tom CST. Was magst du an Lost Places so? Was ich schon mag, ist, wenn wirklich eine Geschichte hinter diesem Ort steckt. Also beispielsweise wie eins meiner letzten Videos, wo ich dieses verlassene Geisterdorf im Rheinland besucht habe, wo eine wirklich tragische Geschichte hintersteckt mit ganz viel Leid und Verlust der Heimat und sowas. Dann bedrücken mich diese Orte so sehr, dass es mir auch ein Bedürfnis ist, dann darüber ein Video zu machen. Also ich mag das auch, dann durch diese Dörfer zum Beispiel zu laufen und die Atmosphäre einzufangen. Das sind Orte, an denen vor 10 Jahren, vor 20 Jahren das Leben getobt hat, wo die Leute auf der Straße waren, wo sie irgendwelche Grillpartys gefeiert haben im Garten, wo Kinder auf den Straßen gespielt haben. Und dann läuft man da durch und all das ist weg und man hört nichts, außer vielleicht in der Ferne irgendwie so ein Bagger, der wieder ein Haus abreißt. Diese Atmosphäre finde ich schon sehr reizvoll, aber ich versuche dann auch, so reizvoll auch diese Stimmung ist, versuche ich mich nicht wie so ein Katastrophentourist zu benehmen und dann da nur hinzugehen, um diesen Kick mal zu spüren des Verlassenen. So, da ist dann doch oftmals hinter solchen Orten dann zu viel Tragik, als dass ich mich davon unterhalten lassen möchte. So, genau, aber grundsätzlich kann man das schon so sagen, also dieser Verfall, diese Stille, diese mystische Stimmung an solchen verlassenen Orten, die reizt einen schon, da kommt man auch nicht dran vorbei, tatsächlich, ja. Sober Stone möchte wissen, in welchem Bundesland wohnst, wurdest du geboren? Ich lebe in Niedersachsen und ich wurde geboren im schönen Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im Münsterland. Ja, ein ganz toller Ort, an dem nichts los ist. Schwanzus Longus schreibt, schöne Grüße. Gibt es irgendwann mal ein Hannover-Special? Ja, ich möchte das nicht ausschließen, aber aktuell noch nicht. Nee, aber ich bewahre mir das auf für einen Zeitpunkt, wenn zum Beispiel die Ausgangssperre mal richtig hart kickt und man dann seinen Wohnort nicht mehr verlassen darf oder sowas. Ist ja alles möglich, 15 Kilometer Radien und solche Geschichten. Dann ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt für ein Hannover-Special und dann gibt es auf jeden Fall ein Video über Hannover. Toaster95 möchte wissen, wieso Englisch? Ja, wer mir schon ein bisschen länger folgt, weiß ja, auf meinem Kanal erscheinen manchmal deutsche Videos, manchmal englische Videos, immer so ein bisschen so im Wechsel. Ich habe damit irgendwann angefangen, weil ich irgendwie Lust hatte, auch mal journalistische Inhalte auf Englisch zu machen. Das habe ich vorher so nie gemacht. Ich arbeite seit Jahren in diesem Beruf, aber mache ihn immer auf Deutsch. Ich habe einfach auch total Bock, das Land, in dem ich lebe, auch mal Leuten nahezubringen, die nicht hier wohnen und die nicht meine Sprache sprechen. Weil hier gibt es ja auch interessante Dinge, die man nicht immer nur Deutschen erzählen muss oder Österreichern und Schweizern, die unsere Sprache verstehen, sondern vielleicht auch mal der ganzen Welt. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist halt eine Sprache zu benutzen, die die ganze Welt spricht. Und das ist Englisch, genau. Darum gibt es halt mal deutsche Videos, mal englische Videos. Ich mache das immer thematisch abhängig, ob das jetzt ein interessantes Thema ist, auch für internationale Zuschauer, oder ob das nur eins ist, was uns selber interessiert. Und so mache ich das dann mal, je nach Gefühl. Man muss übrigens dazu sagen, dass diese Frage von Toaster95 noch eine der freundlicheren ist, was dieses Thema angeht. Ne? Also ich bekomme wirklich richtig krasse auch Beleidigungen zu diesem Thema. Also meistens von irgendwelchen alten Männern, die sich irgendwie total angegriffen fühlen, dass ich jetzt da plötzlich auf einer internationalen Sprache meine Videos spreche. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Und meistens sind es auch tatsächlich einfach Leute, die mir gar nicht folgen, die mich gar nicht kennen, die meinen Kanal nicht kennen. Und das finde ich ja auch irgendwie schwierig. Also es gehört sich irgendwie nicht. Es ist so ein bisschen so wie,
ihr kommt zu einer Party, auf die ihr gar nicht eingeladen seid und beschwert euch als erstes mal übers Essen oder spuckt da rein oder so. Das macht man einfach nicht so. Und deswegen, ja, wenn ihr meinen Content nicht mögt, wenn ihr nicht mögt, wie ich spreche, dann müsst ihr mich ja nicht abonnieren. Ne? Passend dazu übrigens auch ein Kommentar von Heinz Becker. Schade, dass man vor lauter Erfolgsgeilheit die eigene Muttersprache hinten anstellt. Heinz. Daniel Wilms möchte wissen, wo hast du so gutes Englisch gelernt? Einfach wow, wie natürlich sich das anhört, auch wenn ich den Untertitel besser angeschaltet lasse. Diesen Kommentar möchte ich umgehend zurückweisen. Natürlich klingt das ganz bestimmt nicht. Also es klingt immer so, als würde ein Deutscher Englisch sprechen. So ist es leider. Und das gilt aber auch für alle anderen Deutschen. Also ich höre auf 100 Kilometer gegen den Wind, wenn ein Deutscher versucht, Englisch zu sprechen, man hört leider immer, dass es ein Deutscher ist. Selbst wenn er schon ein paar Jahre im Ausland gelebt hat, hört man immer noch, dass es ein Deutscher ist. Wir sind irgendwie nicht dafür gemacht, diese Wörter auszusprechen und leider hört man das immer. Finde ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, weil, ja, man hört auch, wenn ein Niederländer zum Beispiel Englisch spricht, hört man auch, dass es ein Niederländer ist. Und wenn ein Schwede Englisch spricht, hört man auch den schwedischen Akzent raus. Von daher, wir Deutschen finden das immer furchtbar unangenehm, wenn wir unseren eigenen Akzent hören, wenn wir Englisch sprechen. Aber ich hoffe zumindest, dass das nicht für alle anderen Menschen auf diesem Planeten gilt. Und deswegen, ja, wie war die Frage? Achso, wo hast du so gutes Englisch gelernt? Achso, ja, ganz klassisch in der Schule. Ich habe ganz normal in der Schule Englisch gelernt und ich habe dann einfach nicht den Fehler gemacht, damit aufzuhören. Dein Stefan möchte wissen, ich würde gerne wissen, warum du nicht klimaneutral unterwegs bist. Ich bin durchaus klimaneutral unterwegs, denn ich fahre sehr viel Bus und Bahn, vor allem in der Stadt. Das gilt natürlich nicht für meine Videos, da hat dein Stefan vollkommen recht. Da fahre ich die meiste Zeit mit einem stinkenden Benzinauto durch die Gegend. Und das hat einfach den Grund, weil es nicht anders machbar ist, tatsächlich. Also viele meiner Drehorte befinden sich irgendwie mitten in der Walachei, wo dann irgendwie zweimal am Tag ein Bus hinfährt. Und bis der da ist, ist der Tag rum und ich kann mein Video knicken. Das funktioniert einfach nicht, deswegen muss ich da zwangsläufig mit einem Auto hinfahren. Diese Frage ist wahrscheinlich aber auch darauf bezogen, warum ich denn überhaupt ein Benzinauto fahre und warum ich jetzt kein Elektroauto zum Beispiel fahre. Und da muss ich einfach sagen, ich bin in dieser Beziehung einfach kein Early Adopter. Ich warte noch ein paar Jahre und vielleicht wird dann tatsächlich ein Elektroauto für mich interessant, wenn die Infrastruktur in allen Ländern, die ich gerne bereisen möchte, so toll ausgebaut ist, dass man ohne Probleme überall laden kann. Dann ist ein Elektroauto mit Sicherheit auch was für mich und wir werden auch wahrscheinlich alle nicht drum rumkommen irgendwann. Bis das der Fall ist, überlasse ich lieber den Early Adoptern jetzt gerade ihren Spaß und die sollen gerne Elektroauto fahren und ich schließe mich dann an, wenn es soweit ist. Kevin Bohl möchte wissen, zu welchen Filmdrehorten wirst du als nächstes reisen, sobald Reisen wieder möglich ist? Ich habe eigentlich einen ganz speziellen Wunsch und zwar schon seit 2 Jahren möchte ich unbedingt mal nach Norditalien zu den Drehorten von Call Me By Your Name. Da möchte ich total gerne mal hin. Das hat letztes Jahr nicht funktioniert wegen Corona. Es wird auch dieses Jahr wohl nicht funktionieren wegen Corona. Und dann hat dieser Film ja dummerweise auch noch eine ganz bescheuerte Problematik bekommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das in den Medien mitbekommen habt, aber einer der Hauptdarsteller, Armie Hammer, gegen den gibt es ja ziemlich krasse Missbrauchsvorwürfe. Und mutmaßlich muss man dazu sagen, er selbst bestreitet das alles, ne? Und man weiß nicht so ganz genau, was dahinter steckt, aber mutmaßlich gibt es diese Vorwürfe und da ist dann halt schon wieder die Frage, kann man jetzt eigentlich so einen Film, der eigentlich ein total toller Film ist, eigentlich noch so abkulten und da so eine Drehortour zu machen, wenn einer der Hauptdarsteller so krass belastet ist? Habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt. Finde ich so ein bisschen schwierig. Wobei es am Ende ja auch nicht um Armie Hammer geht, sondern um den Drehort bzw. um den Film, der ja dadurch nicht schlechter wird. Aber es ist halt immer so die Frage, ja, kann man die Kunst vom Künstler trennen, auch wenn er problematisch ist? So, ist halt immer die Frage, die man sich stellen muss. Ja, aber Call Me By Your Name, die Drehorte, selbst wenn ich sie nicht als Video mache, ich möchte sie auf jeden Fall mir mal privat angucken, weil es sieht einfach wunderschön aus in diesem Film, ja. So, Freunde, das war's. Das war unser kleines Q&A für heute. Ich hoffe, wir haben uns jetzt so ein kleines bisschen besser kennengelernt.
Wenn nicht, dann schreibt gerne eure restlichen Fragen auch hier unten einfach in die Kommentare. Vielleicht machen wir sowas dann einfach nochmal, vielleicht beim 20.000 Abonnenten-Special oder so, keine Ahnung. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich für das große Interesse an meinem YouTube-Kanal und an den Videos, die ich hier mache. Freut mich wirklich sehr, ganz toll. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ihr könnt mich und meine Arbeit auch jederzeit bei Patreon unterstützen. Den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, das war's für heute. Jetzt haben meine Finger geknackt. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis zur nächsten Reise.